Das ist ja voll nervig. Okay. Genau töten wieder. Sehr gut. Ja, kann man ja da so ganz genau berechnen, ne? So, dann wird immer hochgehalten. So, ich na gut, dann nehmen wir den. So, es hat Rang Reichweite 2, 23. So geil. Okay, aber da man jetzt irgendwie keine Erfahrungspunkte bekommen kann und so, ne, war schon fast dort geführt, dass nicht so einfach sein wird hier das DLC, wenn alles hier so vorgegeben ist. Hab gar nicht geguckt, kann ich überhaupt hier Zeitkristalle einsetzen? Ja, ne. So, bis jetzt reicht das immer, wenn die beiden angreifen, ne? Die beiden treffen. Weg. Okay. 15 AP. So. Dann muss ich eigentlich dich als erstes erledigen, ne? Weil... Warte, 17. Habe ich ein Zeitkristall? Von der Ladung habe ich 10, kein Ding. Pff. Also ja, kein Problem. Elfenlicht. Ich muss dich aber irgendwie anlocken, ja. Er ist irgendwie nicht gut. Okay, da muss ich überlebst hat ja, ne? Ziemlich sicher, wo der überlebst hat. Mhm. 90% trifft ja wohl mit, ne? Sehr gut. Müssen wir natürlich als schnell so schnell wie möglich erledigen, ne? Diesmal genau auf ihn drauf gezielt. So, ah, nicht mal wegen Griff wird er töten. Du hast eine Geschicklichkeit von 10. Das wird sogar doppeln. Ja, das gibt's nicht. Wie soll ich denn ihn dann benutzen? Ich verstehe den nicht. So, ihn kann ich leider nicht anlocken. Hm. Machen wir mal den hier. Ah, ich kann mich aber trotzdem noch bewegen. Aber habe ich denn hier? Reichweite 1, 2, Donnerschwert. Stimmt. Aber das ist nicht so stark. Nee. Nee. Warte mal. Nochmal, mal. Eternity.
Ja, lass mal erstmal. Okay. Zack, los geht's, Bale. Okay, die muss ich alle erledigen. So, die Drachen, alle. Oh, komm mal hier. Noch mal den hier. Auch nicht gut. Okay, aber 19, 15. Ich habe aber nicht so gut. Warte. Ich guck, wie schlecht die Musik gerade ist. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung, ne? Überlebst du einen Angriff? Warum hast du? Ich verstehe sein Gimmick irgendwie noch nicht so. Ich weiß aber, was ich hier mache. Aber Erneuerung hat. Okay. So, Kollege, ich muss den hier machen. Warte mal, er kann nicht unterrichten. Doch, kann er wohl. Nee, Unterricht will ich ja nicht. Machen wir den ja. Ja, ha. Lass mich raten, er hat voll die Killer-Wachstumswerte dann, ne? Wenn er irgendwie so kacke ist. Am Anfang des Spiels. So läuft das normalerweise ab. Das gut ausgeht. Okay. Oh, what? Oh, sie doppelt die. Cool. Oh, sehr cool. Ich nehme mal, das liegt an dem Support mit dem Hauptcharakter, ne? Den ja. Ah, perfekt. Noch mal hier in. Ja, ich kann auch mal der Drachenader einsetzen. Oh. Oh Gott. Nicht, ne? Ach, sie kann heilen. Ja. Ich war nicht da, morgen kommen einmal Erneuerung einsetzen zu müssen, ne? Weil wir mal gleich gegen Tiki kämpfen müssen. Oh nein. Und da kommt Verstärkungstrupp mal noch. Da bist du jetzt stärker? Nö. Alle mal nach rechts bitte, wenn es geht. Ich bin gespannt, wie das DLC hier ablaufen werde. Sieht schon happig aus hier gerade. So, kriegst du ihn erledigt. Hat den seine Treffer? Wie soll ich denn jemals was mit ihm kaputt kriegen? Haben wir eine Herausforderung hier, glaube ich. Ich
So, jetzt muss ich anfangen, hier einige Charaktere mal mit Erneuerung hier zu bearbeiten. Ja, bringt ja nichts, wenn ja gleich wieder die nächsten Wölfe kommen und mich fertig machen. So, kann ich dich? Nö. Richtig, voll die Kingdom Hearts Vibes von dieser Musik. Kaya kann ich alle Sachen ein, ne? Halt alle KP aller Verbündeten ein, auch der, der von den Spieler kontrollierten. Ne. Was ich machen könnte, aber muss ja beim nächsten Zug machen. Wenn ich das hier nämlich mache, ne? Erneuerung. Wir müssen die beiden aber nebeneinander sein. Okay. Okay, das heißt, wir chillen noch mal einen Zug hier. Oh, du erreichst mich sogar. Habe ich jetzt nicht beachtet. Ja, ziemlich sicher, ich war außer Reichweite. Nur so nebenbei. Staatswerte gibt er alle Staatswerte plus 3. Das Alte, was ich mit ihm machen kann, ja. So, und ich würde ich gerne erledigen, bevor du uns erledigen kannst. Kriege ich aber nicht. Wir waren allzu schnell. Was ist für sie? Sie muss doch heilen. So, uff. Ja, muss ich mal kurz hier hin. Habe ich dich an. Dann mache ich den ja. Jetzt Erneuerung ein, würde ich sagen. Jetzt werden beide davon geil, ne? Oh, die werden sogar hochgeilt. So. Ach, die sind aber alle in Reichweite, Mann. Den Stahlbogen, Gott sei Dank. Oh nein. Was machst du da? Das ist definitiv Fogado. Natürlich bewegt er sich auch schon. Sehr, ja.
Aber hast du mit denen gemacht? 22. Was hast du mit denen gemacht? Ah, ehrlich. Ah, warte, ich weiß genau, was ich dagegen mache. Ah, warte du. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich glaube nämlich nicht. Feueratem, warte mal. 19. Oh, cool. Ja, vielleicht funktioniert das, ich weiß es nicht. Oh Gott. Verzerrte, ne? Ah, nein, stimmt, ne? Ich hätte vielleicht mal Dings hier mitnehmen sollen. Celica verzerrt, ne? Ah, ich glaube, da wird hier nichts. Ich machen könnte es den ja. Na, da wird ja nichts. Ich soll vielleicht mal meine Embleme hier einsetzen. Kann ich mit beiden treffen? Ah, okay, cool, warum nicht? Soll ich mit beiden treffen? Kein Ding. Sehr cool. Ah. Was soll ich mit ihm machen? Dann geht er ja durch alles drauf. Schnitter, ne? Da geht er nicht durch den nächsten Angriff drauf. Ganz anketten. Kannst du sogar. Sehr cool. Okay. Ja. Okay, du wirst getroffen. Oh, jetzt kommt er natürlich. Aber du dürfst eigentlich gar keinen Schaden machen, ne? Nö. So gut wie kein Schaden. Oh Gott, aber der wird mir gleich den Weg hier versperren. Oh Gott. Okay. Alles okay. Ich muss ja eigentlich nur den Boss hier erledigen, ne? Dann ist er eigentlich schon okay. Da war ich gerade 10 Schaden genommen. Bonk, bonk, bonk. Oh, der ist sogar erledigt. Cool. So, was ist jetzt hier meine Strategie, ne?
Boah, die Musik. Wie so ein Remix von den Bluthunden-Themen. Kannst du mich doppeln? 20? Nein, tust du nicht. Vielleicht ein großes Opfer einsetzen. Lass mich erstmal den hier platt machen, ne? Alle für ein als Rapier bringt er noch nicht mal um. Cool. So, du komm mal hier hin. Kann man einen Gefallen tun und treffen. Okay, sehr cool. Oh, ihr glaubt es aber nicht, aber ich muss wieder in den letzten Minuten ja pinkeln gehen, also bis gleich. So, die paar Minuten hätte ich natürlich nicht noch warten können, ne? Aushalten können, meine ich. Cool. So. Sind wir eigentlich so gut wie fertig hier, ne? Würde ich am liebsten hier platzieren, einfach nur. Werden wir wahrscheinlich wieder hier die HP abziehen, ne? Von daher weiß ich nicht. Ja, kannst du dich bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdammt. Wird voll an. Ich kann sie eigentlich hier platzieren, ne? Aber dich platt. Ach, ich bin auch blöd. Er hat doch einen Edelstein. Also er kann sowieso noch mal angreifen. Ja. Dran gedacht. Nee, da war ein Fehler. Nee, ich glaube, da war ein Fehler. Aber wenn ich jetzt euch beide hier reinpacke, ne? Oh, das ist sowas von nicht gut. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, leider. Ja. Aber bitte zurück. Nee, ich muss sie hier platzieren. So, Geschicklichkeit 20. Du musst leider sie doppeln, aber du machst 19 Schaden. Kein Erstfolger, auch gar nicht. Okay, ja, dann wird sie auf jeden Fall überleben. Ich weiß nicht, ob ich großes Opfer einsetzen will. Mit den hier, so. Das ist jetzt eigentlich gut gehen. Den platt. Oh, du gehst auf ihn los. Was? Oh, kein Erstangriff. Alles klar. Warum bist du denn auf mich losgegangen dann? Warum hast du nicht dein Messerchen eingesetzt? Hätte mich erledigen können, angreifen können, ohne irgendwie Schaden zu nehmen. So, da ich sowieso keine Erfahrungspunkte krieg, steht ja keinen Grund, irgendwie nicht auf die Gegner loszugehen.
außer ich mache den hier. Corin. Oh, da betreue ich aber nicht. Okay, ich mache einfach die Stammplatte, ne? Obscurity irgendeinen Effekt? Ne. 76. Dann gehen wir so auf dich los, würde ich sagen. Auch nicht. Den zu treffen, ne? Cool. Da, ehrlich. Den zu treffen, ne? Wenn ich einfach. Natürlich wieder mit allen hier treffen. Kein Ding, ne? So. Das ist definitiv Vogalo. Was soll ich mache? Einfach nur um ganz sicher zu gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwie was, wenn ich ihn erledige, ne? Einfach nur um ganz sicher zu gehen, ne? Alle fein! Und einer für mich. Mein Waifu ist an meiner Seite. Eine von denen ist meine Schwester. Wollte ich lieber nicht sagen. Okay, cool. Ja, ja, wenn es ja keine Erfahrungspunkte oder Schätze oder irgendwas winkt, dann konzentriere ich mich natürlich, das Kapitel zu erledigen. Ja, war doch nicht schlecht, ne? Bin mir ziemlich sicher, ich wusste, wer das war. そうたる神竜の腕はです。敵の手で状態が変化させられていますね。情報が少しでも欲しいところです。敵側にいたんなら。私たちの神竜の腕は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 です。敵側にいたんなら。私たち
Ja, ich hätte eigentlich Marv ausrüsten sollen, gegen Tiki kämpfen müssen. Verdammt.味方に紋章紙を起こせる人はいないから眠らせたら共に戦うこともできなくなるけど。わかりました。お願いします。起きたままにしておく利点はありますが、この状態で無理に戦わせるなんてできません。叶うならともにいられる場所でまた会えるといいのですが。 またどこかで会えたらいいな。その時はチキといっぱい遊んでね。はい、必ず。紋章師チキよ、おやすみなさい。素敵な夢。おやすみお姉ちゃんたち。 これで敵の手に落ちない限り穏やかに眠れるはずです。エル、私たちは力の悪用を防ぐため手に入れた紋章紙はすべて眠らせています。ですが、王城から持ち去られた紋章紙チキはこうして目覚めた状態で戻ってきた。おそらく敵は紋章紙を起こす力を持っています。紋章紙を操作する能力は 神竜族と蛇竜族にしか発現しない。神竜族がもうこの世界にいない以上、敵は。 Seine Stimme nicht auch schon irgendjemand in unserer Crew?兄弟なら心当たりがあるのでは。蛇竜の巫女ってものすごく人数が多いんだ。全員を把握しているわけじゃない。さっきの戦争で大半は死んでしまったとはいえ、 生き残りが誰かなんてとてもわからないよ。紋章師の操作ができる巫女はまれです。もしいたら覚えているはずなのですが、私たちがソンブルの元を離れた後に生まれたか、力の発現が遅かったか。僕は竜化も紋章師を操作する能力もない。そのせいでソンブルから出来損ないと言われて育った。あの場所にずっといたら、そのうち殺されていたかも。 僕がこうして生きているのは、姉さんが僕を連れて逃げてくれたおかげだよ。ああ、敵の兄弟って誰なんだろう。Wer sich am Ende auch irgendwie verwandeln kann, wenn ich hier durch bin. 悪いことになんか使わないのに。いる。締めっぽい話しちゃってごめん。我々は 7つの腕はをすべて眠らせ、ソンブルの後継者を止めることが目的です。紋章師とは共に戦えず、その存在を封印するための戦になりますが、それでも共に戦えますか。神竜、もちろんです。ありがとう、心強いよね姉さん。その点においては同意です。実力は確認しましたので。しかし、 死者が話すというのは君が悪くて慣れないものですね。君が悪いというのは、私たち、あんき通ってん、あ、しまいね、ごんた。口喧嘩している暇があるのなら、いっそ有効の握手でもしたら。しません。こちらこそ願い下げです。仲良くして。いる。城を立つなら挨拶をしていきましょう。 わかった。王城に誰かいるのですか。ついてきても構いませんが、気分を害しても知りませんよ。Is this meine Leiche? Mein totes Ich? Oh. Ich habe eigentlich nur einen Witz gemacht. Alter, ich habe nur einen Witz gemacht, Mann. Boah, ich bin so gut. だから 気分を害しても知りませんと断っておいたでしょう。神竜様、先に戻っている。私にも挨拶をさせてください。あなた方と共にいたこの世界の私に。
きっと喜ぶと思うよ。自分のお墓参りをするというのは不思議な気持ちです。確かにこれを見てしまうと、エルの言う通り、私の存在は君が悪いかもしれませんね。あなたの役目は、私が必ず行ってきます。もう一人の私。 僕がどうして父上やお姉ちゃんみたいに大きな竜になれないの？イル、泣かないで。僕が出来損ないだから強くないから竜になれないの？イルは強い子ですよ。今はまだ竜になれないだけ。ではいつなれるの？それは 私にも分かりません。お父様にも誰にも分からないこと。その日が来るまでこれをあなたに預けます。龍石、ダメだよお姉ちゃん。これがないと竜になれなくなってしまう。大丈夫。この石を持つイルがいつもそばにいてくれたらいいんです。 Alles klar. Und ich habe 144 Spielstunden gespielt. So heißt übrigens das nächste Kapitel, die vier Bluthunde. Sehr interessant. So, jetzt möchte ich mal sehen, wie das hier eigentlich weitergeht. Kann ich jetzt entscheiden, ob ich weitermachen will oder geht es jetzt hier schon weiter? Ich weiß es nicht. So, das habe ich erwartet, als ich letztes Mal hier reingegangen bin. Eine Weltkarte. Weltkarte der Dämonenwelt. Die Dämonenwelt führt über ihre ganz eigene Weltkarte, die du im Verlauf der Handlung erkundest. Mit der Weltkartenmenü kannst du zum Sommer oder zur Weltkarte der Hauptstory zurückkehren. In Gebieten, die du bereits abgeschlossen hast, erscheinen außerdem von Zeit zu Zeit Gefechte, die du bestreiten kannst. Oh Gott, die Musik ist voll verzerrt. So, und hier haben alle wieder die Level, die sie haben sollten. So, wird mir irgendwie ein Level angegeben oder so? Gibt es da nicht, ne? So, und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt als Schlacht gezählt hat, ob ich jetzt hier Sachen machen kann. Im Somniel, weil ich halt wieder eine Schlacht abgeschlossen habe oder so, hat mich jetzt schon so ein bisschen interessieren, ne? Ob sich das resettet hat oder nicht. Wir müssen sowieso noch die Bandgespräche hier anschauen, ne? Und dann werde ich wahrscheinlich direkt wieder neue machen, weil ich einige Dinger brauche. Bandgespräche, okay, das hat sich echt hier resettet. Ich wollte eigentlich so 2-3 Aufnahmen hier machen heute, weil ich mir gedacht habe, das Kapitel wird jetzt nicht so lange dauern, aber wird wohl nichts, weil das wird jetzt hier wieder dauern. Okay, ist aber gut zu wissen. Das bedeutet, ich kann ja immer wieder so ein paar neue Sachen erstmal wieder erfahren. Erst einmal habe ich irgendwie Bandgespräch anscheinend freigeschaltet. Das heißt, sie haben oder auch nicht. Warum hast du Punkte bekommen? Warte mal, ich habe den einen Zwilling bei Liv gegeben. Also sind halt echt irgendwie alternative Versionen von... Ups, jetzt habe ich da weggedrückt, egal. Also sind halt echt irgendwie alternative Versionen von Clan und Fram, die beiden. Na, die sind übrigens nicht in unserer Truppe. Muss ich das ganze Ding ja wahrscheinlich durchspielen, ne? Die hier. Alright. Okay, dann heißt, ich muss mich wieder ja vorbereiten auf Screen. Ich kann in der Arena gehen. Okay. Was wir ja machen ist in mein Zimmer gehen, weil ich die Bandgespräche ja noch abschließen wollte. Okay, dann heißt, ich kann heute nur eine Aufnahme machen, weil das dauert immer, bis ich ja fertig bin mit den ganzen
Na. Somniel Sachen hier. Ich habe leider keinen Part gerade so auf Lager. Das heißt, ich muss dann direkt wieder morgen aufnehmen und dann wieder einen morgen und dann noch einen und noch einen. Außer die Karten werden natürlich länger. Aber schauen. Da habe ich irgendwas hier freigeschaltet. Nö. Ah gut. Ah gut. Na gut. Wir gucken uns mal die Bandgespräche an, die ich offscreen gefarmt habe. Aber jetzt definitiv deutlich weniger geben nächstes Mal, weil ja hier, weil ich ja nicht vorankomme mit meinen Bändern und so, ne? So, ich habe mit Zalkov, ich habe Zalkov mit Marv trainieren lassen. Das heißt, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich keine Bandgespräche geben. Okay. Dann habe ich mit Butch schon hier mit live trainieren lassen. Er sagt, ich brauche auch gar nicht diese Erfahrungsplusfähigkeit in dem DLC, ne? Weil ich ja keine Erfahrungspunkte kriege, ne? Ich bin an dem Blem, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich kann nicht mehr reiten. So, Timera habe ich mit Roy trainieren lassen. Mistira wa oujo de ari, jikeidan mo shite iru no ka. Tanamoshii kagiri da. Arigatou. Ja, sag für. Ich habe mir einen perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um dieses DLC zu machen. Aber ich glaube, ich hätte die anderen DLCs vorher spielen müssen. Weiß ich nicht. So, dann haben wir Lady Anna und Lin. Ja, Anna in den Geheimshops von Fire Emblem 7, ne? Ja, dann haben wir Louis. Eine Menge von dem freischaltet, ne? Erika. Ich komme mir die Aura mal zum ersten Mal. Ich tue hier mal direkt skippen. Ja, sofort aktiviert werden. So, dann aber Panett und Ike, hoffentlich kriege ich bei ihr langsam mal den Support hier auf B. Ist die einzige, die noch fehlt. Moment. Direkt durchschaut. Jetzt pass mal auf, du kleines Stück. Na, Rosada habe ich mit Mikaya trainieren lassen. Anspielung an Camilla, ich weiß es nicht. Sondern haben wir Mauvier und Vale. Die müssen natürlich hier die Fähigkeit von bei Leffia bekommen, damit sie mehr Erfahrungspunkte kriegen. Was glaube ich gar nicht mehr. Das heißt, ich brauche gar nicht die Erfahrungspunkte ab Fähigkeit, ne? So. Vale und beide noch. Ich glaube, ich werde das hier in zwei Parts einteilen. Einfach nur weil. Weil ich kein Part für morgen noch fertig habe, ne? Noch irgendwie mehr Luft nach oben. Sonst bin ich hier voll im Stress, da muss ich direkt schon wieder morgen aufnehmen.
dann zerstöre ich mir schon wieder meine Stimme. Von daher gucken wir mal. Gibt es doch bestimmt noch Sachen, die ich hier erledigen kann, ne? Wo ist Panett? Nice. Diesmal krieg ich dich. Ich krieg da einen Besobot, und wenn es mich umbringt. Egal wie viele Schutzjuwele ich in der reinpacken muss. Dann aber alle auf B wenigstens schon mal. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere wir noch bekommen. Ich würde schon fast sagen, niemanden mehr, ne? Bale ist irgendwie ein guter Abschlusscharakter gewesen, habe ich so ein Gefühl. Sonst gibt es auch keine wichtigen Charaktere mehr, ne? Gibt jetzt nur noch die Bluthunde, ne? Sehr fair. Ich glaube nicht, dass die sich uns anschließen wird. Ich glaube nicht, dass Gris sich uns anschließen wird. Und die beiden sind ein bisschen durchgedreht. Vielleicht schließe ich ja Sonnenbrunnen uns an. Ja, sonst gibt es auch gar keine Charaktere mehr, ne? Wie gibt es denn ja noch hier in dem Spiel? Außer irgendein neuer Charakter, ne? So, kann ich warten. Er ist schon wieder nicht Panett. Alter. Das Spiel sagt mir, sie ist hier, ne? Gehöft. Ah, ne, da war sie. Gehöft hier soll irgendwo sein. So. So, die kriege ich jetzt auch noch. Oh Gott, das wird ja wohl reichen, ne? Oh weh. Okay, sehr gut. So. Und das heißt, mit dir kriegen wir jetzt auch den B-Rang. Das haben wir, dann haben wir mit jedem Charakter jetzt den B-Rang.喧嘩は先手必勝。敵の攻撃を受ける前にこちらが攻撃をすれば勝てるでございますです。そのために必要なのはこれです。お瞬発力。お瞬発力。相手に先手を取られた場合でもこれさえあれば攻撃を避けられるでございますですわ。なるほど。神竜様、何か疑問がありますですか？ パネトネは貴族の霊場のようなのに喧嘩が得意なのは意外だと思いまして。まあ隠す必要もありませんですわね。私はお貴族様ではございません。それどころか昔めっちゃくちゃに荒れていたでございますです。え、私の両親は最低最悪でございました。実のこの世は遊び歩いてばかり、主君である姫様に勧誘されるまでは ほぼ一人で生きてまいりましたです。喧嘩の腕はその頃身につけたのでございますですわ。苦労が多かったのですね。今考えれば逃げだったのかもしれませんが、家出したおかげで今がありますですわ。パネトネの昔話、もっと聞かせてください。その時の経験や知識はきっと役に立つものばかりだと思います。 Wenn euch mein Leid zufriedenstellt, dann bitte. So. Unterhalte mich mit 35 Verben. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier gewonnen, ne? So, was? Das sind eine Menge Sachen, die ich bekommen habe. Dafür hatte ich 3 Sterne nur hatte. Okay. So, dann muss ich 9 Jahre reden, ne? Und ja, da jetzt jedes Mal danach irgendwie noch was kommt, nehme ich mal an, dass ich ja, dass ich doch nicht so viele. Ich wollte eigentlich heute mehrere Parts aufnehmen, weil ich mir schon gedacht habe, die erste Level wird natürlich nicht so lange dauern, weil halt die erste Level ist, ne? Aber da danach der Somni, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt der Somni sich resettet nach diesen Aktionen. Von daher, keine Ahnung, weil halt eine andere Story ist, ne? Die ist da. Ja, machen wir ihn. Ne?
mal schon letztens versucht, aber nicht so funktioniert. Er kann eigentlich heilen, um zu leveln, aber er ist Level 9. So, der ist der einzige, der noch Level 9 ist. Okay. Ne, schaffen wir nicht. Nein. Also ganz knapp. Der Pandreo wird hier nicht gewinnen können. Na, versuchen wir noch mal. So, Pandreo. Erstmal nur nochmal versucht, Kollege. Oh, ich höre ein fliegende Highlight. Vielleicht. Oh, ne, Orkanakt. Okay, ja, da hast du keine Chance gegen mich. Wir machen mal G-Schaden. Sehr cool. Ich danke dir, Gott. Und neues Gespräch. Oh, die waren schon C, alles klar. パンドロ、分かった。歌に疲れでしょ。そうです。と言いたいところだが、違うんだよな。何か悩み事？俺に話してみなよ。少しは気が晴れるかもよ。なんていうか、たまにあることなんだけどさ、真面目な聖職者たちから俺の教会に苦情が来てんだよ。ああ、なるほど。 パンドロの教会って少し特殊だもんね。信徒の人たちが集まりやすいように派手に飾り付けたり、この前みたいに宴をしたり。教会までの距離をでかい看板に書いて小刻みに。けど信徒の数だって着実に増えてるし、信仰自体は真剣にやってるんだぜ。 悪い部分だけ見ないでいいところも見てほしい。そう願うのは欲張りなのかね。そんなことない。パンドロの願いは当然だと思う。ありがとな、ロサード。聞いてもらえて楽になった。俺も少しばかり落ち込んだらすぐにまた元気を取り戻すからよ。パンドロ。オッケー。That's clear, Jen. Habe ich ihn so oft schon in die Arena geschickt? Weil er so viele Supports hat. Okay. Können wir noch einen Gewinn und einen Support? Oh, der wird nicht gut ausgehen. Nein. Ja, ich tue mal abkürzen, ja. Das wäre ein ewiger Kampf gewesen, ja. Der nie zu Ende gegangen wäre. Er hat mit 2 Schaden gemacht. Da ist das sowieso schneller. Kann ich da noch irgendwas hier machen? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich glaube nicht, ne? Na gut, dann mache ich hier wieder meine Runden, ne? Habe ich ja nicht gedacht, dass ich das machen muss, ne? Jetzt muss ich dann langsam anfangen, hier Leute auf A-Rang hier zu supporten, ne? Da wird vielleicht nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Ich habe noch niemanden auf den A-Rang. Ah, gucken wir schon irgendwie, ne? So, dann wird etwas kürzere Parts, so um die, weiß nicht, so 40-45 Minuten wahrscheinlich, ne? Dieses Mal, ja, gar nicht wahr. Um die 50 Minuten mindestens. Aber muss ja auch mal sein, ne? Man kann das ja nicht wissen, ne? Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem DLC, ne, würde ich sagen. Mir gefällt irgendwie nicht, dass in den DLCs dann irgendwie hier die DLC-Ringe vorkommen. Da werden wahrscheinlich noch die vorkommen, die man noch gar nicht gesehen haben, ne? Von daher weiß ich nicht. Ich will die DLC-Ringe noch nicht machen, ehrlich gesagt. Weil ich mir die erstens voll schwer vorstelle. Und zweitens will ich die machen, nachdem ich
höchstwahrscheinlich Nil und Nell in meine Truppe ab, damit die halt auch noch was irgendwie haben, ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie die ganze Story und DLCs und all so was mache, dann ja verschwende ich ja irgendwie, weil nicht so ein bisschen Zeit mit denen, die ich mit denen bekommen könnte, ne? Von daher will ich erstmal DLC machen, damit ich halt so viele Charaktere wie möglich zur Auswahl habe, ne? Für meine Story. Und da mache ich das DLC ja fertig, nachdem ich hier die ganze Story schon abgeschlossen habe. Dann heißt es, ja, du kannst jetzt die DLC-Charaktere für die Story benutzen. Yay, aber ich habe die Story schon durch. Von daher, da ist wie, wenn er irgendwie die Tales of Serie macht, das sehr oft, ne? Du hast irgendwie die ultimativen Waffen hier und deren wahre Macht wird immer erst freigeschaltet, nachdem du irgendwie den super über mega starken optionalen Boss erledigt hast, ne? Da hast du eigentlich die Waffen irgendwie freigeschaltet und die machen jetzt irgendwie voll mehr Schaden und so was, ne? Aber du hast nichts mehr, wofür du die gebrauchen kannst, weil du hast schon die schwerste Herausforderung im Spiel abgeschlossen. Wofür brauchst du denn jetzt noch die stärksten Waffen, ne? Da habe ich noch nie verstanden bei den Tales of Spielen. Das ist immer so. Die geben dir immer erst die ultimativen Waffen, nachdem du irgendwie die stärkste Herausforderung abgeschlossen hast. Ja, dann bringt dir die Waffe doch auch nichts mehr. Aber naja, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem DLC. Da werden wir jetzt wahrscheinlich hier komplett durchziehen, ne? Bis wir halt durch haben. Bis dahin werde ich auch wieder aus diesem komischen Kostüm heraus sein, ne? Also ja, könnt ihr wieder ruhig schlafen gehen. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ja. Tschüss.